Willkommen, Freunde, zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Wir können jetzt endlich das hier machen, was ich schon lange vorhatte. Die Eroberungsschlacht werden wir tun und ich habe in der Zwischenzeit mal mein Inventar ein bisschen aufgeräumt. Alles Mögliche an Waffen zerlegt, die wir definitiv nicht mehr benutzen. Und jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz für neuen Müll. Naja, erstmal gucken, ob wir die Schlacht schaffen. Da hinten müssen wir hin. Hoppala. Uhui. Schauen, ob das was wird. Oh. Adlerfrau. Du kommst gerade recht. Die Spartaner bereiten einen Angriff auf unsere Truppen vor. Wärst du bereit, deinen Schild heute für Athen zu erheben? Ja, ist ja nicht so, dass wir Athen hier voll geschwächt haben, aber... Heute kämpfe ich für Athen. Dann kämpfst du auch mit Ehre. Lassen wir die dreckigen Spartaner leiden. Ich hab zwar vorher die ganzen Athener umgelegt, aber...
Aber das sind mal wieder ein paar viele waren, mit denen ich. Alter, vor allem muss ich mich wieder beeilen. Zack. Geschafft, oder? Jawohl, wir haben es geschafft. 23 Soldaten getötet und 5 Hauptmänner. Diese 3 Eroberungsschlachten ab, 2 haben wir, okay. Schaden Branddauer? Bis 6% mit schwachen Schaden. Zack. Machen wir das mal. Das ging doch eigentlich ganz gut. Ging auf jeden Fall schneller als ich gedacht habe. Moment. Da. Jetzt aber, den holen wir uns. Den holen wir uns jetzt. Uff. Ist auch wieder gefestigt, nachdem wir es erst geschwächt haben, um dann wieder zu helfen. Naja. Alter, das war auch eine Aktion, das war ey. Alles absuchen. Komm schon. Ich würde sagen, da kommt er.
Da kommt das Pferd nicht hoch. Pferde können ja nicht klettern. Aber der verschwindet jetzt nicht wieder. Das schauen wir einfach mal. Ja, wo hast du dich denn versteckt? Das ist denn hier Gebiet nicht verfügbar? Das sehe ich aber ein bisschen anders. Warte mal, wo bin ich denn? Ach so, das Gebiet hier ist nicht verfügbar. Okay. Kann ich weiter den Berg hoch? Hat er echt gedacht, in den Bergen finden wir ihn nicht, oder was? Ja, da möchte ich leider enttäuschen. Block. Wir haben dich gefunden. Und jetzt wirst du gleich sterben. Macht der denn hier bei der Bärenhöhle? Zack. Ja, bestätigen, du bist witzig, erst muss der. Ja. Ich werde euch. Scheiße. Natürlich, als ob.
Meine Güte. Was für ein Kultist war es eigentlich? Weiß ich jetzt nicht, aber wir haben für ihn war 2 von 5 immer in Informationen, okay. Also ein paar fehlen uns hier echt noch. 23, 23, 23, 22, 29, okay. Aber wir haben ja auch schon ein paar, ja, 35. Der Geist des Kosmos. Okay. Aber der Geist des Kosmos ist dann die Mutter, wa? So. Da hin, gut. Dann gehen wir hier hin. Und schauen dann mal, wie es von dort weitergeht. Na komm. Da, der etwas schneller. Danke. Prinz von Persien. Jetzt haben wir wieder ein Buch. Was denn? Untersuche das. Nö, jetzt nicht. Sitzen hier mit der Jagd aus. Oh, da können wir noch nichts machen. Nochmal so ein Eber. Ein Wolf, ein Stier. Eine Hyäne, okay. Dein Ziel ist 20 Stufen über dir. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir haben neues. Was haben wir denn? Ich habe ein bisschen aufgeräumt hier. Geht es nicht besser? Was haben wir hier? Fliegerschaden und kritischen Schaden. Das vom Unsterblich-Set. Haben wir hier nicht auch noch was vom Unsterblich-Set? Haben wir nicht. War hier was? Das Schlangen-Set. Naja. Aua. Was hat der denn? Du da, du bist eine gute Seele. Bezahlst du einem alten Mann seine nächste Mahlzeit? Du scheinst auch... Ich bin nicht gut, du scheinst auch gut zu sein. Ja. Du brauchst das mehr als ich. Hier, nimm. Ein großzügiges Geschenk. Danke.
Wie nennt man dich, Fremde? Ich bin Cassandra. Und du? Nur ein einfacher Bettler. Ich kam aus Persien, um die Schönheit der griechischen Welt zu sehen. Ich kann vieles tun, Perser, aber kein Augenlicht schenken. Das würde ich auch nicht wollen. Meine Blindheit ist eine Bürde, die die Götter mir auferlegten. Und ich trage sie. Was dann? Sei meine Augen. Als ich jung war, erzählte mir ein Athener die schönsten Geschichten über dein Land. Ich würde sie gerne noch einmal hören. Würdest du dir die Orte ansehen, die ich nicht sehen konnte, und dann zurückkehren, um mir von deinen Abenteuern zu erzählen? Hatten wir die nicht schon mal? Ich bin keine gute Geschichtenerzählerin, aber ich werde für dich sehen. Ich wusste, ich habe Güte in dir gespürt. Du hast diesen alten Perser glücklich gemacht. Danke mir noch nicht. Welche Orte hattest du denn im Sinn? Ah, meine Lieblingsgeschichten waren die von Akrokorinth, den Statuen von Zeus und Athena, dem Sitz des gepanzerten Vogels in Arkadien und natürlich das mysteriöse Taygetos-Gebirge. Ah ja. Ich werde Geschichten für dich finden. Sobald du einen Ort gesehen hast, komm bitte zurück. Ja, gut. Ich glaube, mit dem hatten wir schon mal geredet. Oder? Wollen Blut? Ja, der blinde König, hm? Was haben wir? Moment, wir haben noch. Was für eine Quest sollen wir denn hier neu haben? Kann doch da eigentlich nur der blinde König sein. Ja, genau, bla bla bla. Aber die haben wir ja noch nicht. Also wir haben ja noch nicht alle. Los, Phobos! Du wirst ja wohl hochkommen. Hier werden sie besonders wachsam sein. Hi. Sag leb wohl, Abschaum! Hier entkommst du nicht! Alter. Wenn ihr mit Gift hantiert, mache ich das Ganze einfach mit Feuer. Was ist das denn für eine Quest? Die Räuber? Hat das sogar eine Zeitquest? Oh, warte mal. Gut, dann werden wir mal eben mit dem reden. Das war jetzt Zufall. Ja. Oh je, yeah. Hüpf, 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 Cassandra. Hallo. Kann ich dir heute behilflich sein?
Spione aus der Stadt sind durch die Felder geschlichen und haben Vorräte ausgeliefert. Ich glaube, sie suchen einen geeigneten Lagerort. Und dir sagt dieser Krieg nicht zu? Wann haben wir je keinen Krieg? Nur denen in der Stadt ist der Krieg wichtig. Ich will nur Essen auf dem Tisch. Sie können sich überall prügeln, nur nicht in meinen Jagdgründen. Ich muss mich um diese Spione kümmern. Du brauchst mich, um die Vorräte zu vernichten. Genau so ist es. Wirst du es tun? Verlass dich auf mich. Gut, kümmere dich bald darum. Überlass das ruhig mir. Okay, noch eine Quest, aber erstmal die andere jetzt abgeben. Also, ich komme... Neues Gebiet und ich komme wieder nicht zu dem, was ich mir ursprünglich vorgenommen habe. Weil das hier gerade so... Achso, das war nur wegen der Sonne. Was ist denn der jetzt? Brauchst du etwas? Die verfluchten Banditen haben meinen Papyrus gestohlen. Hast du eine Ahnung, wie teuer er ist? Mehr kann ich mir nicht leisten. Und die Wachen tun absolut nichts. Und ich soll jeden einzelnen der Banditen töten. So ist es. Sie alle müssen sterben. Mach dir keine Sorgen mehr. Ich habe alles längst erledigt. Dich zu treffen war ein Geschenk der Götter. Nimm dies für deine Mühen. Ich mache keine halben Sachen. Dankeschön. So. Das war das. Jetzt machen wir mal das hier. Das geht auf Zeit. So, dann wollen wir mal schauen. Hallo Ziegenbock, nee, bist ein Widder. Naja. Den brauchen wir lieber noch mit. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Boah. Gut, wenn er gerade einen Wolf eh mitmischt. Okay, das allem Ausweichen ging jetzt echt nicht. So. Kehre zu der Jägerin zurück. Jawohl, wir sind unterwegs. Schon zurück? Hast du sie alle zerstört? Unwiederbringlich vernichtet. Nimm dies als Dank. Du hast gute Arbeit geleistet. Ich helfe doch gern. Ja, wäre lustig, dass keiner was überprüft. Gut, Freunde, ich würde mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Ich sage erstmal vielen Dank.
Und bis dahin. Ciao.